wir müssen in den Bunker. Lass uns woanders hingehen. Es ist schrecklich eng und staubig. Man kann kaum atmen. Klicke auf einer der beiden Dialogoptionen, um deine Schwester Renée zu beruhigen. Sag ihr, dass du deine Klaustrophobie im Griff hast. Sag ihr, dass die letzte Panikattacke schon Monate zurückliegt. Wir nehmen das obere. Wir halten das schon aus, Renée. Miss Clock sagt, hier ist es gar nicht sicher. Was weiß Miss Clock schon? Kurz am Rande noch, ich bin etwas erkältet, deswegen nicht wundern, wenn ich mich etwas verschnupft anhöre. Was weiß Miss Clock schon? Sie hat recht. Hier ist es gar nicht sicher, sagte sie. Wir sollten es theoretisch aufmachen. Das Einzige, was sicher ist, ist der Tod. Hier bist du auf jeden Fall sicherer als draußen. Wir könnten uns draußen im Wald verstecken. Nein. Oder wir laufen zum Waisenhaus zurück. Sarah und Marie warten bestimmt schon auf uns. Verdammt nochmal, wir können hier nicht raus. Verstehst du das nicht? Alle, die jetzt noch draußen sind, werden draufgehen. Alle. Kleine Mädchen sind nicht unverwundbar. Sie werden genauso zerfetzt wie alle anderen. Das war nicht so gemeint. Renée, ich wollte dir keine Angst machen. Renée, es tut mir schrecklich leid. Bitte vergiss, was ich gesagt habe. Es wird dir nichts passieren. Ich verspreche es. Was kann ich tun, um Renée die Angst zu nehmen? Klicke auf den Boden, um dich dorthin zu bewegen. Ah ja. Schön, das heißt, wir müssen jetzt was suchen. Führe die Maus über eine der vielen Objekte,
Klicke, wenn der Cursor seine Form verändert, um damit zu interagieren. Murmeln? Lampenschirm, ich würde einen Esel gerne nehmen, das war schön. Ah, sieht echt geil ausgemacht von der, Dalek. Fernseher gucken, ich weiß nicht, was eine kluge Idee wäre. Nehmen wir den Lampenschirm erstmal. Schattenspielchen oder so. Du magst doch Schattenspiele. Schau mal, Rini, der Elefant ist wieder da. Oh je. Okay, murmeln. Hier scheint etwas Besonderes möglich zu sein. Führe die beiden Symbole übereinander und klicke mit der linken Maustaste. Hinweis: Du kannst die Umrisse im Optionsmenü abschalten. Nö, das ist, glaube ich, okay. Das bringt mich auf etwas, das Rini bisher immer beruhigen konnte. Rat mal, wer ich bin. Na? Du siehst überhaupt nicht so aus. Und jetzt? Nee, du hast ja nicht mal Bommel. Und wo ist Bot? Wo kriege ich denn hier eine Bommelmütze her? Ganz zu schweigen von einer grünen Superraupe. Superraupe, ja, ja. Was machst du jetzt, Kleines? Könnt noch mit dem Fernseher? Lampenschirm noch mal? Bommeln. Socke? Ach, schau mal. Da ist ja die Socke, die ich letzte Woche gesucht habe. Jetzt ist bestimmt wieder die andere verschwunden. Socken gehören zusammen und trotzdem fehlt immer eine. Ist doch komisch, findest du nicht? Ja. Nein, das ist sogar ziemlich traurig. Lampenschirm, Socke, was ist hier noch? Fernseher möchte ich jetzt nicht aktivieren, kommt bestimmt irgendwelche... Oh, guck mal. Oh, Eselskopf. Hey, der hat Bommelohren. Ich hasse es, mich zum Clown zu machen. Aber für Rini tue ich's. So. Lampenschirm mal angucken. Was kann ich tun, um Rini die Angst zu nehmen? Wir reden mal mit ihr. Den Fernseher. Hallo, Rini. Hallo, Sedgwick. Wie geht's, Bot? Du kannst ihn gleich selbst fragen. Also, da fehlt noch was auf jeden Fall. Okay. Schrank? Oh, da könnte was drin sein. Spiegel? So einer wie Spot ist nicht leicht zu finden. Okay. Spot! Ja, wo mag er nur sein? Doch, die Socke? Esther könnte ein Sockenspot werden. Tada! Heute gibt es eine Wünsch-dir-was-Vorstellung. Ich wünsche mir die Geschichte von Silence. Wirklich? Lieber das, Pupslied oder das Rübsalphabet. Nehmen wir das Rübsalphabet. Nein! Erzähl mir die Geschichte von Spot und Sedgwick, bitte. Na schön. Die Geschichte von Sedgwick also. Und seiner Welt Silence. Na klar. Und seiner Welt namens IA. Entschuldigung. Silence. Sedgwick war ein Clown, der nie lachte. Er wollte auch nicht, dass die Leute über ihn lachen. Also verließ er seinen Opa, seinen Bruder und den Zirkus und ging hinaus in die Welt. Aber nicht allein. Denn mit ihm ging sein bester Freund. Spot! Spot hat Sedgwick immer geholfen. Er konnte sich nämlich verwandeln in alles Mögliche. Und so schafften sie es bis zum König von Silence. Du brauchst eine Krone und noch was für die Prozefeiung. Immer schön der Reihe nach. Zuerst... meine Krone. Die Krone könnten wir aus dem Lampenschirm machen. Was mit dem Lampenschirm? Ach, da ist sie ja. Tada! Der König von Silence. Er war ein guter König. Aber dann wurde er krank. Und mit seiner Krankheit kam auch das Unheil über das Land. Die Felder verdorrten. Die Mauern der Städte bröckelten. Und alles begann zu zerfallen. Der König musste nur gesund werden. Dann wäre auch Silence gerettet. Sedgwick wollte ihm das Lebenselixier bringen. Ganz so, wie es ein altes Orakel prophezeit hatte. Shana ist nicht alt. Hast recht. Sie ist eher
zeitlos. Und geheimnisvoll. Wo ist Ihre Kristallkugel? Weißt du, müssen wir alles zusammensuchen, kann das sein? Als Kristallkugel würde ich jetzt wieder die Birne nehmen, aber ja. Nur mal so. Hallo, Kristallkugel. Haha. Hatte Shana auch so eine? Bestimmt. Irgendwo. Die geheimnisvolle Shana prophezeite Sedwick, dass er dazu bestimmt war, den König zu retten, aber seine Welt zu zerstören. Das wollte er natürlich nicht glauben. Er wollte dem König ein Lebenselixier bringen, stimmt's? Ja, aber als er im Schloss ankam, sah er, dass Shana recht hatte. Weißt du noch, was ihn im Thronsaal erwartete? Was dreht alles herum, ohne sich selbst zu bewegen? Im Thronsaal war kein König, nur ein Spiegel. Ah, Spiegel haben wir da. Als Hedwig in den Spiegel schaute, sah er keinen traurigen Clown mit Bommeln, sondern einen kleinen Jungen, der in einem Krankenhausbett lag, bereit die Augen nach langer Zeit das erste Mal wieder zu öffnen oder sie für immer zu schließen. Du warst das. Du warst krank und hast geschlafen. Und Hedwig, Spot und Silence? All das war nur von dir geträumt. Ja. Was hat Hedwig dann gemacht? Er zerschlug den Spiegel und ließ seine Welt untergehen. Um dich zu retten, denn du warst der König von Silence. Ah! Oh! Reedy! Es fängt wieder an, das Super. Oh, verdammt. Reedy, geht's dir gut? Reedy! Oh, das kannst du aber laut sagen. Bettungplatte, komm nicht hier weg. Halt die Maustaste gedrückt und bewege die Maus gleichmäßig in die eingegebene Richtung. Nach monatelanger Ruhe. Ach, so, wir haben es geschafft. Reedy! Wo bist du? Offensive geplant. Mit gedrückter Leertaste oder mittlerer Maustaste kannst du dir alle Interaktionsmöglichkeiten und zusätzlichen Tipps anzeigen lassen. Möchtest du keine Tipps erhalten, so kannst du diese Optionsmenü deaktivieren. Lass dir die Tipps zeigen. Okay. Dunkelheit, Eselsohren und so weiter. Okay. Oh, Esel? Donkey. Oder was von ihm noch übrig ist. Gewaltige Stürme über den Gräben. Bettungplatte. Reedy! So. Oh, Gott sei Dank. Hä? Die Socke, mit der ich Spot gespielt habe. Sieht aus, wie das Ei aus dem Spot geschlüpft ist. Seltsam. Hallo, Spot? Bist du da drin? Reedy! Ein Glück, du lebst! Wo bist du? Die blöde Kiste! Wir machen aus, komm. Leiser, verdammt! Jetzt mach doch aus! Geh endlich aus! Geht doch! Dunkelheit? Reedy! Wo bist du? Da ist nix. Oh ja, es kickt das Ding. Ruhe! Reedy! Ah, ich sehe mal was. Ah, ein Hammer. Sehr gut. Schluss jetzt! Aber weißt du mal, es war eigentlich eine Lichtquelle. Oh. Was ist das? Woher kommt dieses seltsame Licht? Gute Frage. Können wir vielleicht noch nach Noah gucken?
Okay. Was? Was ist das hier? Wieso liegen hier lauter Dinge aus Silence herum? Träume ich das oder was? Da kann ich dir nicht helfen, mein Freund. Guck mal den Zirkuswagen an. Alter Wohnwagen? Ich meine natürlich Sedgwicks alter Wohnwagen. Schnell zu Rini. Ah, okay. Oh. Oh, pass auf. Das Teil trägt nur Fliegengewichte. Ja. Ich sah, kam und siegte. Nebel? Oh Gott, bewegt sich da unten was? Oder bilde ich mir das nur ein? Und was davon ist beunruhigender? Gute Frage. Kessel? Ist das wirklich der Kessel von Sedgwicks Opa? Was gibt's hier noch? Oh, die Rüstung im Auge. Das letzte Mal, als ich die Rüstung sah, steckte da ein Koch drin. Ich hoffe, er ist inzwischen draußen. Statuenkopf. Ah, da hinten steht's ja. Ich seh's ja. Oh, ist total schön hier. Ich komme. Bleib, wo du bist. Ja, ja, wir arbeiten daran. Was? Was ist das hier? Du, ich hab keine Ahnung, mein Freund. Auf den ist Rini zum Ausgang gelaufen. Okay, dann lass mal auf die Uhr drauf gehen. Aber vorsichtig, ja? Oh, oh. Ich weiß, die Klo ist eine blöde... Oh Gott. Da könnte ich drauf springen. Wenn ich meine Höhenangst überwinde. Und meine Angst im Allgemeinen. Für Rini. Aber bewegt er sich nicht? Wow, 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 wow. Bewegt die Maus entgegen der Richtung von Nahehalte liegend. Lang genug, um die Balance zu halten. Okay, okay, ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, da können wir rüber planschen. Schön. Hallo? Und wieder eine Welt, die durch mich untergeht. Hey, das war nur ein Globus. Und außerdem bin ich nicht Sedgwick. Naja. Krabbel dich mal da ran. Wie bist du denn? Hä? Rini, was machst du? Oh, nein, nö. Bleib stehen! Rini! Versuch sowas nicht. Ah, Planetengetriebe. Was das auch immer gut ist. Das hier ist nicht real. Das Einzige, was wirklich real ist, ist Rini. Wenn du meinst, dann los! Hinterher! Aber vorsichtig, ich sag's dir. Fall mir da nicht runter, Mann. Können wir uns irgendwas anschauen, was anderes? Nee, nur das Planetengetriebe. Nebel nochmals. Zirkuswagen, Nebel. Da ist ein Loch. Nö, dann geh mal los. Und retten wir Rini. Wow, wie im Traum hier. Hm? Wer bist du denn? Oh, damn. No.